auf dem Weg zum Bus, zu dem Block und dann nach Bali. Let's go. So, ein knappes halbes Jahr später sind wir zurück und wir sind auf dem Weg nach Bali. Bali, Indonesia. Kleine Stärkung und dann geht's zum Flughafen. Wir haben jetzt 5:45, um 9:30 geht der Flieger. Dann haben wir in Dubai leider nur 65 Minuten zum Umsteigen, es wird ziemlich stressig. Und dann kommt nochmal ein 9-Stunden-Flug direkt nach Bali. Und dann werden wir dort auch direkt von unserem ersten Host, von Airbnb Host, abgeholt und zu unserer Unterkunft gefahren. In Uluwatu, also an der Südküste von Bali. Wir werden hier schon wieder blöd angeguckt, weil wir in die Kamera sprechen. Aber gut, ist uns egal, ne? Begeistert oder begeistert? Voll begeistert. So, jetzt kann es richtig losgehen. Wir haben jetzt hier vorne unsere Gepäckstücke abgegeben. Es wurde tatsächlich unser Handgepäck gewogen. Das erste Mal, dass ich das irgendwie mitgekriegt habe, dass das passiert ist. Und ich hatte zum Glück meine Kamera unter dem Schreibtisch hier in der Hand. Sonst wären es nochmal 2 Kilo mehr gewesen. Bei uns hatte jetzt 7,5, glaube ich. Ne? Ja. Trotzdem durchgekommen. Nette Frau da an der Theke. Ich hatte jetzt genau 7 Kilogramm. Mhm. Muss halt ein paar Bananen wegschmeißen müssen. Und was heißt wieder eingepackt? Ja. Auf jeden Fall. Sie hat auch gesagt, 65 Minuten zum Umsteigen ist gar kein Problem, sonst hätten wir die Tickets so nicht kaufen können. Und von daher machen wir uns erstmal keine Gedanken. Jetzt haben wir aber noch extrem viel Zeit. Ich weiß nicht, waren wir jetzt schon durch die Sicherheitskontrolle? Ja, ne? Ja. Und dann chillen wir lieber am Gate und dann wir gucken gleich mal, wo wir abfliegen und dann. Ja? Geht's bald los. Geht's nach Bali, nee, nach Dubai erstmal. So, jetzt wird's ernst. Wir gehen in die Flieger. Die Boeing 777-300 extra long range. 6 Stunden Flug. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt machen wir. An Bord der 777. Es ist nicht viel los, ziemlich geil. Platz neben uns ist leer. Die Bänke teilweise sind komplett leer. Keine Ahnung, was hier los ist. Wir starten auf jeden Fall bei bestem Wetter, 20 Grad in Hamburg. Kommen vermutlich in Dubai bei 40 Grad an. Mal schauen. Entertainment ist am Start. Haben wir natürlich auch das eigene Tablet mit. The Blacklist. Beste Serie ever, würde ich mal behaupten. Danke nochmal, Olli. Danke, Olli. Wünsche uns einen guten Flug. Wir sehen uns nachher in Dubai. Bis später. Ach ja, ein Kommentar noch von dir? Also ich bin noch nie in so einer großen Maschine geflogen. Schon ein bisschen spannend, ne? Und noch nie durch eine Business Class gegangen. Hätte man sie auch gerne auf den Sitz gelegt, muss ich mal sagen. Ist nur leider ein bisschen teuer. Guten Abend. Bis nachher. Mein Name ist Daniel. Kartoffelsoße. Hähnchen in Tomatensoße, falls ihr es gerade nicht verstanden habt. Laut. War ein bisschen peinlich hier im Flugzeug, aber gut. Ja, und dann gibt es dazu, was ist das? Bulgur. Und hinweg nochmal so Schokoladen, Orange, Crisp, irgendwas. Und Brötchen dazu, ein Stück Käse. Vielleicht gibt es noch Getränke. Geil. Hier war das jetzt 17 Stunden Flug und am Ende natürlich noch, sollten wir eigentlich um 8 Uhr landen, hieß es, wir haben keinen Landeslot für uns und deswegen nochmal 40 Minuten in der Luft, also nochmal später, jetzt haben wir hier, keine Ahnung, knapp 21 Uhr,
Ja. Nach 37 Stunden Flug kommen wir jetzt endlich an. Zogen unsere Gepäck und hoffen, dass unser Pickup-Service von der ersten Unterkunft da ist und uns irgendwie abholt. Mal schauen. Es ist so verdammt warm. Es ist so verdammt heiß. Scheiße. Ja. Ja. Thank you. Thank you. Oh, die Jogginghose, sie klebt. Ich bin so gespannt, ob wir da eine Klimaanlage haben und ob wir direkt erstmal duschen gehen können und irgendwas essen können. Also ich fand den Flug jetzt okay. Ja. Ich hätte es viel, viel schlimmer erwartet. Der zweite Flug war nicht ganz so angenehm wie der erste, weil das Flieger war einfach älter, es war nicht so viel Platz. Entertainment-System nicht so geil, aber ja, okay. Trotz der Verlängerung jetzt waren wir knapp 10 Stunden unterwegs im zweiten Flug, aber es ging, fand ich. Ich hätte mir wirklich schlimmer vorgestellt. Ja, die Beine tun jetzt ein bisschen weh, aber hätte schlimmer kommen können, würde ich sagen. Ich habe noch nie so dicke Beine. Wir haben gerade wie viel abgehoben? 2 Millionen Rupia? Ja, das sind gefühlt so 5.000 Euro in der Hand, wenn nicht mehr. Ja. Das hat also schon mal geklappt und dann den Fahrer dazu finden, es sind einfach eine Wand voll Menschen, die alle irgendwelche Zellen mit Namen hochhalten. Von Uschi über Will Smith bis keine Ahnung was. Aber er hat uns eben dann doch gefunden, ich weiß nicht, von WhatsApp-Foto vielleicht. Hier geht anscheinend alles über WhatsApp, also wir haben mit ihm vorher über WhatsApp geschrieben, super nett. Und ja, jetzt hoffen wir, dass wir möglichst schnell in die Unterkunft kommen. Guten Abend, nach knapp 40 Stunden jetzt ohne Schlaf und on Tour sind wir endlich da und es ist ziemlich cool, würde ich mal sagen. Mega gut, wir haben echt Glück gehabt. Gerade ziemlich warm im Zimmer, ich habe gerade die Klimaanlage angeschmissen, das ist jetzt erstmal das größte Problem. Okay, Pulli noch an, weil im Auto, die machen natürlich die Klimaanlage immer auf gefühlte minus 15 Grad. Aber gut, wir haben auf dem Weg vom Flughafen kurz angehalten, haben schon mal eine SIM-Karte gekauft. Jetzt sind wir schon mal online, damit wir halt morgen Google Maps benutzen können, damit wir überall hinkommen. Bei der Unterkunft gerade angekommen. Unser Host kann leider nicht so gut Englisch. Ich kann ihn super schlecht verstehen, aber er ist auf jeden Fall sehr freundlich, so wie alle hier anscheinend. Und wir haben gleich einen Roller gemietet bekommen für 3,50 Euro am Tag, der einigermaßen vertrauenswürdig auch aussieht. Doch, das sieht ganz gut aus. Und das hier ist jetzt unsere Unterkunft, also unser Zimmer quasi. Ganz ich versuche mich jetzt mal nicht vom Mikrofon wegzudrehen, weil so viel gemeckert wurde. Badezimmer, Achtung. Einer sitzt auf Klo und der andere duscht daneben, alles klar. Ja, und wir werden jetzt einfach nur noch duschen, was essen und dann erstmal ins Bett, ne? Ja. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Wir sind ganz schön im Arsch. Gute Nacht.